So, servus ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu unserem Pokémon Purpur, wo wir ja letztens einfach mal in die Wüste runtergejumpt sind. Diesmal mit neuen Controller. Ring, ring. Da klingelt auch schon unser Handy. Yoneki, angeblich befindet sich der Herrscher der bebenden Erde. Irgendwo in dieser Wüste. Der Boden bebt jedenfalls schon seit einer ganzen Weile. Mir wird langsam echt schlecht davon. Sorry, aber ich muss eine kleine Pause einlegen, bevor ich mich wieder der Herrschersuche widmen kann. Es klingt so, als würden wir den Quatsch alleine machen, oder als hätte er keine Lust. Sternstück. Gucken, was hier so rumkreucht und fleucht, aber ich sehe hier aktuell immer noch nichts Neues. Aber ich kenne ich auch. Fällt nur gerade der Name nicht ein. Mit TM. Lichtschild! Oh. Du bist doch ein Mehigel mit Typ Kampf. Nee. Ich wollte nicht wechseln, ich wollte B drücken. So. Verlanger, Dampfi. Warte mal hier. Das wollte ich nicht. Das ist der Pokédex. Ich glaube, es ist hier vielleicht. Ich sollte nicht B mit A verwechseln. Ich stelle mir Marinette vor, weil Wasser gegen Boden sich dann doch ein bisschen besser hält. Gucken wir mal, was in dem Terror Raid noch drin ist. So. Ah, das dürfte Zerpeise sein. Ah, ich glaube, da ist unser Herrscher-Pokémon. Aber ich sehe trotzdem immer noch nicht wirklich neue Pokémon, ne? Was bist du? Siehst aus wie so ein Mistkäfer. Nee, du. Tuska-Stachel. Du müsstest eigentlich unser Herrscher-Pokémon sein. Oder? Aber du siehst nicht aus wie Dodon. Ich werde angerufen. Hallo Nick, hier spricht Professor Futurus. Eisenrad ist ein Pokémon, das aus dem Schlumpf von Paldea stammt. Ich rate dir, äußerste Vorsicht walten zu lassen. Okay. Wir probieren es jetzt einfach mal. Ah, okay. Ich glaube, das ist etwas sehr über unserem Level. Ist halt ein Eisen-Pokémon, ne? Ich habe keine Ahnung, was ich gegen das machen soll, gerade aktuell. Ja, vergiss es. Kann ich vor dir flüchten? Bist halt auch mega schnell, ne? Flucht unmöglich. Oh, toll. Das heißt, dass wir unbedingt mit uns kämpfen. Mal gucken, ob wir es schaffen, zu Terra kristallisieren und anzugreifen. Aber ich glaube, der ist definitiv nicht der nächste Herrscher. Ja, ich sag ja. Der ist viel zu hoch. Er wird uns jetzt töten. Und ich muss einfach alle meine Monster sterben lassen, weil. Ah, der viel zu hoch ist. Ich hätte vielleicht auf Pepper hören sollen. Das wäre vielleicht eine gute Idee gewesen.
Aber ich habe gedacht, ich bin was Schlaueres. So. Ich kann nicht flüchten. Ach, warum drücke ich denn Flucht, wenn ich weiß, dass ich flüchten kann? Ah, das ist auch schnell. Ich also merke, wenn uns Pepper das nächste Mal anruft und sagt, er ist gerade nicht bereit für den nächsten Herrscher, sollten wir den vielleicht nicht probieren. Naja, man hätte ja versuchen können. Irgendwie glaube ich, dass es mit einer letzten eventuell ist. Jo. Ab ins Pokémon Center. Okay, gut. Das war jetzt nicht gerade die schlauste Idee. Aber gut, man kann ja nicht alles wissen. Oder ist ein Elektro-Pokémon. Oder Elektro-Terra zumindest. Das gucken wir uns doch mal an. Ein Merl mit Elektro. Na klar, es gibt vielleicht Pokémon, die ich habe, wo ich dann eins finde, wo ich den Terra-Typen cooler finde, aber ich werde es nicht austauschen, weil. Sind einfach meine Mons. Ach, da ist wieder ein Knabbern. So. Ich erzähle eigentlich nur irgendwo den letzten Trainer auf die Schnelle, bevor wir uns woanders hin aufmachen. Eigentlich habe ich schon gekämpft. Gegen dich auch schon. Und hier in die Richtung bin ich noch gar nicht entlang. Da haben wir doch einen. Ich verliere nie, schon gar nicht, wenn es darum geht, wer von uns am meisten Energie hat. Ja, Kinder haben immer einen Haufen Energie. Heißt das ja. So, Ruben. Molung. Support vergiftet, natürlich. Tschüss, Molung. So, das müsste es eigentlich gewesen sein. So. Holen wir uns mal schnell die Belohnung ab bei dem Pokémon Center und dann würde ich sagen, wir reisen mal zurück in unsere Akademiestadt. Ich würde mich gerne umgucken, ob es ein paar neue Klamotten eventuell gibt. Und dann muss ich mal gucken, wo wir uns dann aufmachen. Vielleicht einfach erstmal in Richtung einer anderen Arena oder so. Weil ich glaube, hier komme ich jetzt erstmal nicht weiter. Ein Item zu tragen. Verstärkt Techniken von Typ Stein. Das wäre eventuell was für Maron erstmal. Ich glaube, das gebe ich auch gleich mal dann Maron. So. Ich glaube, der Unlicht da wird auch nicht einfacher sein, habe ich irgendwie das Gefühl.
Jetzt hat aber. Jetzt kriegen wir Neutralschmuck. Gibt man dieses glänzende Item einem Pokémon zum Tragen, können dessen Statuswerte nicht durch Attacken oder Fähigkeiten anderer Pokémon gesenkt werden. Okay. Das klingt doch schon mal ganz nice. So. Sollte A drücken und nicht B. Ja, wir möchten erstmal nach Melona City zurück. Okay, wir mal kurz in die Shoppingläden reingucken. Aussehen ist ja die halbe Miete, habe ich mir sagen lassen. Sportsocken. Blumensocken. Karo-Socken. Also Sportsocken. Und halt die ganz normalen Socken. Ah, ich weiß ja nicht, du. Nee, also ich weiß nicht, also die Socken sind irgendwie so. Nicht der Burner. Gibt's neue Schuhe? Tiefgeschnittene Sneaker in allen möglichen Farben, die haben wir ja schon. Hightech-Sneaker brauche ich jetzt eigentlich auch nicht. Ich hätte gern Stiefel eigentlich. Ne, haben sie nix. Ne, da gibt's auch nichts Neues. Also ich glaube, mit einem Orden gibt es ja noch gar nichts anderes. Okay, dann schauen wir einfach mal weiter. Wir fliegen jetzt einfach mal hier, weil hier ist die nächste Arena. Ich sollte auch immer noch fliegen drücken. Unten wäre aber auch interessant, ne? Das ist das Anfangsgebiet. Oder hier. Aber die Arena wird, glaube ich, noch nicht unser Ziel sein. Ne, ich gehe jetzt erstmal hierher. Ja, möchte ich. Pflanzenarena. Sind wir eigentlich mit Dings gut gewappnet? Mit Ray, also Knabbern. So. Gucken wir uns doch hier mal um in dieser neuen Stadt. Okay, da kann ich nicht drüber springen. Schade eigentlich. So, wollen wir uns doch hier mal umgucken.
Schleuder. Wollte mir unbedingt dieses berühmte Werk ansehen. Verstehen tue ich es zwar nicht, aber ich mag es trotzdem. Du hast einen interessanten Look tatsächlich. Das feiere ich irgendwie ein bisschen. Gucken wir mal. Was es hier so gibt, ha? Äther. Irgendeinen komischen Vogel. Was habe ich jetzt? Makro. Du warst doch da gar nicht gewesen. Flucht gescheitert. Darf ich bitte fliehen? Danke. Ich möchte nicht gegen dich kämpfen, Makro. Ich möchte mich jetzt gerade einfach mal umgucken, ob ich hier was Interessantes sehe. Na, tatsächlich bin ich mit meinem Pokémon-Team echt noch nicht ganz zufrieden. Also, Pokémon-Team, nicht Karte. Marinette ist so. Ist zwar cool, aber ich kenne es halt schon zu Genüge in dem Sinne. Ich hätte eigentlich gerne ein anderes Pokémon dabei. Und von Misty bin ich noch nicht so ganz überzeugt. Also irgendwie. Irgendwie bin ich mir noch nicht so ganz sicher, was ich damit anfangen soll. Ein grüner Papagei. Und Makros. Die hätte ich eigentlich gern noch irgendwie andere Pokémon. Bin mir nur noch nicht sicher, welche. Was seid ihr denn? Mäuse. Da sind Tauros. Ach, noch Lichtschild. Was ist das da unten? Teddy Ursa? Warte mal. Ist ein Teddy Ursa, ein Frubbel, Blutzuck. Pamos, Ferkuli und die Weiterentwicklung. Ach, dieses Sesokids wieder. Noch mehr Tauros. Proteine. Ah, du müsstest Dings sein. Ich glaube, die Bunkel oder die Vorstufe davon. Ich kämpfe mal gegen dich. Komm. Trainerkampf. Unsere Flugtankis fliegen dank Gravalloros harte Arbeit so geschmeidig durch die Luft. Ja, okay. Taxipilot. Ach, du bist das. Ah, okay. Dass du ein Flug-Pokémon bist, ist mir klar. Furienschlag, ja, okay. Viermal. Naja, gut, ist nicht so schlimm. Nicht so wie die letzten zwei Pilokia. Wo ich ja so oft getroffen wurde. Und dann gestorben bin.
Hast dich ja richtig ins Zeug gelegt. Ich bin ganz hin und weg, ja, und ich erst. Okay, also leveltechnisch ist das hier noch vollkommen okay. Kurz hier umgucken. Würde ich sagen, gehen wir aber zurück zur Arena. Ja, schau. Ein Mopex. Schlafendes Sesokids. Was bist du denn für ein Koala? Okay. Fubal. Schweinchen. Leufeo. Ja, bitte heil mal kurz meine Pokémon und dann gehe ich mal Richtung Arena. Würde ich sagen, wir schauen uns noch schnell die Arena-Challenge an. Und den Arena-Leiter machen wir dann nächstes Mal. Gut. Da sind wir wieder und jetzt brauchen wir die Arena. Da haben wir sie ja schon. Bin gespannt, was uns diesmal erwartet für eine interessante Challenge. Vielleicht mal ein paar Trainer. Im letzten Mal haben wir sie ja geskippt, aber diesmal würde ich natürlich alle machen. Ich glaube auch gar nicht, dass man die nochmal skippen könnte. Niki, na sowas. Jetzt begegnen wir uns schon wieder bei einer Arena. Was für ein krasser Zufall. Eigentlich nicht. Ja, ich hoffe, du glaubst es nicht. Ich hätte hier auf dich gewartet, nur um mit dir zu kämpfen. Ich habe das nicht geplant, ich schwör's. Zum Beweis fordere ich dich diesmal nicht heraus. Auch wenn ich schon Lust auf einen Kampf hätte. Deine Pokémon scheinen seit letztem Mal stärker geworden zu sein. Und hiermit wirst du perfekt auf die Arena vorbereitet sein. Drei Äther. Huhu. Ich bin gar nicht sicher, ob du überhaupt... Ich würde sagen, ich werde mir die Wartezeit mit Trainieren von, sagen wir, 20 Pokémon versüßen. Bis dann. Okay. Dass ich mal die Karte aufmache. Ich würde sagen... Wir setzen Ray mal nach vorne, weil der ist so die größte Antwort auf die Arena ist hier eigentlich. Willkommen in der Arena von Voladeren. Lass mich dich zuerst allererstes herausfordern registrieren. Dein Name ist Niki, sagst du? Jupp, immer noch. Bevor du dich mit Arena-Leiter Coll zu messen kannst, musst du die Arena-Prüfung bestehen. Deine Aufgabe wird es sein, Sonflora zu suchen. Okay. Wie du vielleicht weißt, ist Voladeren die Stadt der Künstler. Die Anwohner hier wissen die Sonne und die Natur sehr zu schätzen, denn die Sonne lässt die Pflanzen gedeihen, die wiederum zum Motiv ihrer Kunst werden. Sonflora verkörpert beide Elemente, weshalb das Suchen und Versammeln von Sonflora hier zur Tradition geworden ist. Deine Aufgabe wird es also sein, Sonflora in Voladeren zu finden. Halte auch schon nach Pokémon, die wie eine sonnenförmige Blume aussehen. Um die Arena-Prüfung zu bestehen, musst du 10 Sonflora einsammeln und sie zum Sonflora-Plaza. Lass mich den Plaza schnell auf deiner Karte vermerken. Sorry, ich muss gerade mega gähnen. Geh einfach nach rechts, sobald du die Arena verlässt. Wenn du 2 Sonflora-Statuen siehst, bist du richtig. Sprich doch mit dem Personal, um mehr zu erfahren. Viel Erfolg! Danke. Ah, also die Arena-Prüfung ist so, naja. Ich hoffe, es stellen sich uns ein paar Trainer an den Weg. Sonst ist das so ein bisschen meh. Also gut, wir wissen jetzt, was die Arena-Prüfung ist. Ich gehe jetzt mal auch hier vor. Und den Rest machen wir dann alles beim nächsten Mal. Ich würde sagen, bis dahin. Alles Gute, ihr Lieben. Haltet die Ohren steif und tschu tschu.